أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Alles gebührt Allah, der Al-Firdaus, für seine gläubige Diener als Wohnstätte gemacht hat. Stellte ihnen viele gute Werke zur Verfügung, damit sie diese alles Wege ins Paradies nutzen. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, Segen und Frieden auf unseren Propheten. Gepriesen sei Allah, der uns durch seine Gnade das Paradies bedeutsam gemacht hat. Er beschrieb ihre Wonne, ihr Genuss, ihre Vollkommenheit, ihre ewige Existenz. Und sie ist frei von Unglück, Widerwärtigkeiten, trüben und frei von Mängeln. In ihr befindet sich weder Hitze noch Kälte, frei von Müdigkeit, frei von Lärm und Strapazen. Das Paradies ist der Wunsch der Herzen der tugendhaften Diener Allahs. Das Paradies ist die Begierde jedes frommen Diener. Das Paradies ist über unsere Vorstellungskraft und unsere Fantasie. Das Paradies ist die teure Ware Allahs. Um zu ihren Bewohnern zu gehören, benötigt man Anstrengung und Taten. Das Paradies, was kein Auge irgendwann sah. Das Paradies und kein Ohr irgendwann hörte und kein Herzen eines Menschen irgendwann in den Sinn kam. Und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. In ihr gibt es weder Schwäche noch Altern. Das Paradies, wie schön ist die Unterhaltung, wenn es um das Paradies geht. Und was lässt euch wissen, was das Paradies ist? So weiß keine Menschenseele, was ihnen an Augenfreude verborgen ist. Das Paradies ist das Zuhause, die Allah mit seiner Hand erschaffen hat und machte sie zum Aufenthaltsort seiner Lieblinge. Er füllte sie mit seiner Gnade, Ehre und sein Wohlgefallen. Er beschrieb ihre Wonne als das mächtigste Erfolg und ihre Königreich als das größte. Er legte sie nieder mit all dem Guten und er befreite sie von jedem Mangel und Fehler. Das Paradies, das Zuhause der Frommen. Das Paradies, wo du keine Sorgen mehr hast, keine Kopfschmerzen mehr hast, kein Ärger, kein Geschrei, kein Lärm, sondern Glückseligkeit für die Ewigkeit. Bismillah, nahmadu wa salli ala rasulil kareem. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Erstens für die neuen Gesichter, alhamdulillah, für die neuen Brüder und für uns auch genauso, für alle Schwestern genauso. Diese Sitzung, also ihr habt die ganze Zeit hier gewartet, alhamdulillah, und dieses Warten war nicht umsonst. Ja? Ihr habt erstmal in einer Moschee gewartet, das ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich habe schon mal gesagt in einer Sitzung, dass Allah, die meisten Orte, die Allah liebt, sind die Moscheen. Ja? Weil dort werden gute Taten verrichtet. Dort befinden sich Menschen, alhamdulillah, die versuchen sich zu verbessern, die versuchen Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Die verrichten Taten, die Allah liebt, subhanahu wa ta'ala, wie das Gegenteil von dem, was in Märkten passiert. Und die meistgehassten Orte bei Allah, subhanahu wa ta'ala, sind die Märkte, weil dort legt der Shaitan seine Fahne, a'udhu billah, und dort macht er seine Geschäfte mit den Menschen und er spielt mit denen, wie er will, a'udhu billah. Und gestern habe ich eine Weisheit gesagt von einem Tabi'i, er hat gesagt, der Mu'min, der Gläubige oder der Muslim, er befindet sich in drei Festungen. Eine dieser Festungen ist die Moschee, ja? Weil hier, wenn wir an dieser Zeit, während wir hier sitzen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das ist ein Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala, denn das geschieht nur durch seinen Willen. Ohne Allahs Willen wären wir nicht hier gekommen. Ohne Allahs Willen können wir nicht sitzen, wir können nicht reden, wir können nicht aufstehen. Wir hätten nicht die Kraft, zum Moschee zu kommen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt nicht jeden, in seinem Haus reinzukommen. Ja, ich erzähle euch eine kleine Geschichte dafür. Es gab zwei Freunde, zwei Muslimin. Einer betet und der andere betet nicht. Und beide waren unterwegs und subhanallah, einer hat gesagt, es ist Gebetszeit, lass uns zur Moschee gehen. Der andere betet nicht, hat gesagt, nein, ich gehe nicht mit rein. Der andere, alhamdulillah, ist reingegangen und einer wartete draußen. Der gebetet hat, subhanallah, hat sein Pflichtgebeten verrichtet und hat sein Sunnah gebetet, alhamdulillah, und sitzt und macht, gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Menschen sind rausgegangen aus der Moschee. Außer er nicht. Sein Freund wartet geduldig auf ihn. Und plötzlich, subhanallah,
Er hatte keine Geduld mehr gehabt. Er rief, er hat ihn gerufen, rauszukommen. Der andere sagt, er will nicht. Der da draußen sagt, wer will nicht? Und was erzählst du mir da? Er sagt zu dir, komm raus. Du sagst, er will nicht. Wer will nicht? Du bist alleine Muslim. Sagt derjenige, der dich draußen gelassen hat, will nicht, dass ich aus seinem Haus rausgehe. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Alhamdulillah, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Alhamdulillah die Kraft gegeben hat und dass durch seine Gnade wir hier gekommen sind in dieser Moschee. Und noch besser, liebe Brüder, nachdem Alhamdulillah die Brüder bestimmte Pflichtgebet verrichtet haben, Alhamdulillah, jetzt kommen sie zu einem Paradiesgarten. Dies hier ist ein Paradiesgarten. Und der Beweis dafür, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der sagte zu Sahaba radiyallahu anhum, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو حلق الذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ungefähre Übersetzung, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Sahaba, wenn ihr an einem Paradiesgarten vorbeigeht oder vorbeiläuft, dann setzt euch hin, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sahaba sagen, was ist ein Paradiesgarten, ja Rasulullah? Der Prophet antwortete, حلق الذكر, das Ermahnungskreise oder Erinnerungskreise, wo man sitzt, um sein Iman zu stärken, um sein Iman zu verbessern. Und wir haben, wallahi al-azim, diese Sitzungen heutzutage sehr, sehr, wie sagt man das, wir benötigen diese Sitzung heute. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals in einer Zeit, wo wenig Versuchung war, ganz wenig Versuchung war, vielleicht gar nicht wie heute, überhaupt nicht wie heute. Es gab damals nicht draußen auf der Straße Autos oder Flugzeuge oder keine Ahnung was, Fernseher oder Videos oder Internet oder Computers oder Kinos oder halbnackte Frauen, die draußen rumlaufen, die ein Grund sind, dass unser Iman geschwächt wird. Und trotzdem, Rasulullah hat jeden Tag mit Sahaba gesessen und hat jeden Tag Sahaba radiyallahu anhum gelehrt und hat jeden Tag die Herzen von Sahaba radiyallahu anhum verbessert und trainiert, indem er immer gesprochen hat über die Erhabenheit von Allah subhanahu wa ta'ala und über das Jenseits, über das Paradies, über die Hölle, über das Sirat, die Brücke, über das, was die Menschheit erwartet nach dem Tod, bis manche Sahabi radiyallahu anhum sagten, bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah jalla fi'ula diese Schleier zwischen mir und das Verborgene hochheben würde, das wird dann mein Iman nichts ändern. Das wird dann mein Glauben nichts ändern. Denn Rasulullah s.a.w., er bindete die Herzen von Sahaba mit dem Jenseits. Er bindete sie mit dem Jenseits. Und ich erinnere euch an die Geschichte von Harith ibn Malik radiyallahu anhum, der im Moschee geschlafen hat, in einer ungewohnten Zeit. Dann kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam rein. Und er sieht Harith ibn Malik schlafen im Moschee. Und natürlich, Harith ibn Malik hat nicht im Moschee geschlafen, nachdem er gearbeitet hat. Oder nachdem er Fußball gespielt hat. Oder nachdem er studiert hat. Nein. Harith ibn Malik verbrachte die Nacht, die ganze Nacht im Gebet. Er verbrachte die Nacht im Gebet. Im Niederwerfung, im Vorbeugen. Und dann betete er sein Pflichtgebet, Fajr-Gebet, alhamdulillah. Und dann gedenkte Allah bis Sonnenaufgang. Dann betete er die zwei Raka'at Shuruq. Und dann hat sich hingelegt, radiyallahu anhu. Dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam bewegt Harith ibn Malik mit seinen Füßen alaihi salatu wassalam. Und sagt, wach auf, ihr Harith. Dann Harith, die erste Reaktion von Harith ibn Malik, radiyallahu anhu. Sagt, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah. Gerade wach auf. Sagt, ja Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Also ich opfere meine Eltern für dich auf, Herr Rasulullah. Was ist los, Herr Rasulullah? Die erste Reaktion von ihm. Große Liebe gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, كيف أصبحت يا حارثة? Wie bist du aufgewacht, ja Haritha? Sag, ich bin aufgewacht, Herr Rasulullah. أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. Ich bin als ein wahrer Mu'min aufgestanden. Als wahrer Gläubiger aufgestanden, Herr Rasulullah. Und das, was wir vorhin gesagt haben, Rasulullah hat nicht gesagt, okay, jazakallahu khair, sondern jetzt braucht er die Beweise dafür. Und jetzt machen wir unsere Ohren auf, aber bevor wir die Ohren aufmachen, machen wir die Herzen auf für die, alle, die behaupten, sie sind wahre Gläubige heute. Diese Eigenschaften machen uns klar, wer ein wahrer Gläubiger ist. Al-Harith ibn sagt, ja Rasulallah, Rasulallah sagt erstmal zu ihm, für alles, was man sagt, gibt es Beweise. Beweise mir das, was du sagst, ja Harith. Denn Harith sagt, radiyallahu an, ja Rasulallah, asbahtu wa azifat nafsi an al-dunya. Ich bin aufgewacht und mein Nafs hasst das diesseitige Leben, ja Rasulallah. Nafs hasst das diesseitige Leben, ja Rasulallah. Und sagt, وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي. Sagt, ja Rasulallah, ich verbringe nur noch die Nacht im Gebet
Und tagsüber bin ich nur noch am Fasten, ja Rasulallah. Nachts beten und tagsüber fasten.